Hallo zusammen, ich bin Dianis, bin Polymechaniker im vierten Lehrjahr. Was ich den ganzen Tag so mache, das werde ich euch jetzt zeigen. Kommt doch mal mit. Ein typischer Arbeitsablauf in der Fertigung sieht so aus. Als erstes hole ich den Auftrag aus dem Büro, der terminlich als nächstes gebraucht wird. Anschliessend studiere ich Zeichnung und richte meine Maschine so ein, dass ich Teile auch fertigen kann. Meine Haupttätigkeit in der Fertigung sind Teile herzustellen, die wir nachher in einem von unseren Ventilen verbauen können. Um die geforderte Masshaltigkeit im tausendstel Bereich einzuhalten, arbeiten wir mit CNC-Maschinen. Sobald ich alle Werkzeuge eingerichtet habe, kann ich anfangen, nach der Zeichnung zu programmieren. Das Teil, das hier am Schluss rauskommt, ist ein Ringschlüssel und wird später bei der Montage in einem von unseren Kryoventilen verbaut. Zu den Aufgaben als Polymechaniker gehört Einrichten und Programmieren von computergesteuerten Maschinen sowie Reparieren und Warten. Auch zu unserem Aufgabenbereich gehört Planen und Umsetzen von verschiedenen Projekten. So, das wär's dann auch schon gewesen. Ich hoffe, ich kann dir den Beruf von Polymechaniker ein bisschen näher bringen. Falls ich dein Interesse geweckt habe, würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Mehr Infos findest du unter www.wk-ag.ch.